Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Resident Evil 7. Nicht mit dem Hauptspiel, wie ihr euch denken könnt, sondern mit dem ersten DLC, was jetzt im Dezember noch rauskam, und zwar Not a Hero, kein Held, Chris Story. Edens Kampf ist vorbei, es gibt aber noch ein letztes Problem zu lösen und diese Aufgabe fällt Chris Redfield zu, einem Veteran im Kampf gegen den Bioterrorismus. Ja, leicht verändert sieht er aus, der gute Chris. Capcom hat irgendwie gemeint, dem mal ein neues Gesicht verpassen zu müssen. Ja, was man davon halten mag, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, finde es nicht so gut, kann ihn da sehen, wie er will, aber naja, egal. Ich freue mich trotzdem drauf. Und würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wie immer habe ich mich nicht gespoilert, außer den Trailer gesehen, sonst nichts vom Spiel. Und los geht's mit Not a Hero. So, und würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Einfach ist was für Weicheier, wir gehen direkt auf Normal. Is it ready? Can we begin? Man, I can't help it, man. We've got work to do. No, no. Ethan Winters has been secured. He's alive and well, considering. And Lucas Baker? Right now, he's our only link to the connections. He's next on my list. All right, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zum DLC Not a Hero. Ja, okay, wir haben ein ganz neues HUD. Das gefällt mir sogar richtig gut, muss ich sagen. Unten links wieder, ja, das sieht sogar genauso aus wie in den alten Resident Evil Teilen. Finde ich super. So, wir haben eine Pistole. Ich guck mal, Granaten haben wir 3 Stück. Ein Maschinengewehr, das dürfte dasselbe sein, was wir auch im Schiff... Na, sieht ein bisschen anders aus. Ist nicht genau dasselbe. Und ein Combat Knife. So, ansonsten, was haben wir noch alles dabei? Aha, ein bisschen was. Was ist das hier? Umbrella-Ziele. Das würde mich gerade mal interessieren. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade mit Lesen anfange, aber... Ich muss das gerade mal lesen. So, was habe ich denn hier? Aha, aha. Für viele von Ihnen ist dies Ihre erste Mission bei uns. Darum möchten wir klarstellen, worauf wir bei Umbrella aus sind. Obwohl viele unserer Mitarbeiter von dem berüchtigten Pharma-Riesen Umbrella stammen, ist es unser Ziel, die Untaten wiedergutzumachen, die unter dem Namen Umbrella begangen wurden. Aus diesem Grund haben wir uns 2007 als privates Militärunternehmen neu gegründet. Schon 2007? Okay, wir werden nicht nur jene aufhalten, die Biowaffen entwickeln oder verkaufen, sondern auch diejenigen, die solche Vorhaben unterstützen. Wir haben Mist gebaut und wir werden ihn wieder aufräumen. Und indem wir den Namen Umbrella beibehalten, zeigen wir, dass wir Verantwortung für diesen Mist übernehmen. Behalten Sie bitte im Gedächtnis, dass Sie diese Verantwortung bei jeder Mission mit sich tragen. Also Umbrella gehört jetzt zu den Guten. Naja, wer es glauben mag, ich glaube das noch nicht so ganz. Aber naja, das wird sich wahrscheinlich noch aufklären. So, hier haben wir auch wieder, ne, kaum hat man die Farbe vom Logo geändert und ein bisschen das Design, schon ist die Organisation nicht mehr böse. So, Missionsziel, Operation Lauernde Frucht, Entschuldigung, Lauernde Furcht, Lauernde Frucht, natürlich. So, extrahieren Sie Lucas Baker, Ort Dalvi, Louisiana, USA, Baker Anwesen, Gefahrenprofil, Molded, Alpha-Variante,
Andere Antipersonen fallen teilweise tödlich. Okay, schön. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Fallen. Hinweise. Aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Neueste Infos zum Einsatzort. Neue Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil Lucas Baker. Mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation Die Connections, Rolle nicht bestätigt, hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Profil Die Connections, kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über Größe, Marktanteile und Mitglieder. Sie sind die Hauptverdächtigen in Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie Biowaffe. Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Die Connections. Okay, ich hatte nämlich mich mal zwischenzeitlich ein bisschen schlau gelesen, was das für eine Organisation eigentlich ist, die unter anderem auch Ethans Frau beauftragt hat, als Babysitter zu arbeiten. Aber die Connections kam da nicht drin vor. Oh, das kommt mir bekannt vor hier, der Ort. Hier war ich doch mit Ethan auch, oder? Ich weiß es gar nicht. Sieht fast so aus. Mir kommt die Stelle hier ein bisschen bekannt vor, deswegen. Nun gut, also, Umbrella ist jetzt gut. Wir arbeiten für Umbrella im Auftrag der BSAA anscheinend. Also die BSAA scheint noch zu existieren. Was ich ja schon mal nicht das Schlechteste finde. Oh, großer Gott. Da geht's ja schon los. Kann ich die irgendwie... Ja gut, klar, ne? Headshot. Ist, glaube ich, immer noch die effektivste Methode, die auszuschalten. Wenn man denn... trifft. So, jetzt habe ich natürlich wieder zu viel Muni verschwendet. Sie können Gegner schlagen, wenn diese taumeln. Okay. Das möchte ich gleich gerne mal ausprobieren. Wenn wir denn nochmal dazu kommen. Okay, da ist einer. So, kann ich jetzt? Wow! Hey! Das ist Chris Redfield, wie ich ihn liebe. Ach, schön. Das habe ich immer so gemocht in Teil 5 und Teil 6 auch, wenn er da so übelst zuhaut. Und auch in, ich überlege gerade, welcher Teil war das? In Revelations 1. Da hat er auch so einen fiesen Schwinger gehabt, wenn er da richtig drauf gehauen hat. Ah, ich mag das. So, ein bisschen mehr Licht wäre schön, aber irgendwie habe ich hier nicht mehr Licht. So, hier lag eigentlich Magnum-Munition. Mir kommt diese Stelle hier, wie gesagt, sehr bekannt vor. Ich glaube, hier war ich mit Ethan auch. Wow, okay, sehr schön. Okay, sehr gut. Wow, okay. Das spart enorm Munition, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß allerdings nicht... Ach, scheiße, ja. Man kann nicht direkt zuschlagen. Verdammt, jetzt habe ich einen Schuss verschwendet. Da müsste ich doch eigentlich... Moment. Aha. Okay, ich kann einmal so und einmal so. Alles klar. The lab is just ahead. Any idea what Lucas is up to down here? We're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type butamycete. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Haben wir eigentlich Sachen zum Heilen dabei? Ah doch, hier, warte mal, was ist das denn? Eine schnell wirkende Arznei, die etwas Gesundheit wiederherstellt. Okay. Wir haben also die Sache in Spritzenform. Auch nicht schlecht. Ist das hier eigentlich die Albert-Waffe? Oder was ist das hier? Samurai Edge AW Modell 01. Eine speziell für die Vernichtung von Biowaffen konstruierte Pistole. Albert W Modell verfügt über enorme Schusskraft. Okay, es ist die Albert. Alles klar. Alter, ist das dunkel hier. Okay, Lucas, wo hast du dich verkrochen? Das war nämlich auch meine Hoffnung, dass man irgendwann noch rausfindet, was eigentlich Lucas Baker gemacht hat, nachdem, ja, wir ihn quasi zum Teufel gejagt haben. So, ich finde das schon mal sehr gut, dass man Gegner einfach wegbremsen kann, wenn die taumeln. Weil, wie gesagt, das spart echt Muni, die hier wahrscheinlich nicht an jeder Ecke rumliegen wird. Das glaube ich nicht, weil wir sind hier mit Ethan schon durch. Und, ja.
Deswegen dürfte hier gut, aber auch alles frei von Fallen sein natürlich, weil wir die ja schon weggeräumt haben. Ja, hier waren wir. Das ist ganz eindeutig die Stelle. Ich weiß zwar nicht, warum hier wieder Molded sind, aber... So, eine Handgranate. Sehr gut. Wo ich noch nicht weiß, wie die wirken, aber ist erstmal schon mal gut, dass wir welche gefunden haben. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn wir was übersehen. Ich hoffe, ich werde nichts übersehen. Ach, ich freue mich so, dass wir es endlich wieder spielen und neuer Content und so. Ach, echt so lange gewartet. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht böse drum, dass sie noch ein bisschen sich Zeit gelassen haben, weil eventuell gab es noch ein paar Bugs zu beseitigen und lieber bringt man ein Spiel raus, was dann am Ende richtig funktioniert, als nur halb. Oh. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Now, you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and... Lucas! Stop! Oops. Now, here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling. Oh, the same goes for your little soldier brains, too. Adios. Muchachos. Fuck. Oh, scheiße. Contamination. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Mhm. Okay, super. Looks like you're clear of any contamination. You should head back and get that bomb on your arm deactivated. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. Wir können uns also immer nur begrenzte Zeit hier in so einem Bereich aufhalten. Ich würde gerne kurz wissen, ob hier noch was liegt. Oh fuck, hier ist ja überall alles kontaminiert. Scheiße, wir müssen uns echt beeilen. Okay, hier war der... Ist da noch was? Nee. Your oxygen tank is at 50%. Ja, ja. Okay, sehr gut. Ich will aber noch mal kurz rein gleich. Ein letztes Mal noch. Weil da war Heilung, aber vielleicht ist hier noch mehr. Ich will mich nur kurz umschauen, weil wir rennen hier so schnell durch und ich habe immer Angst, dann was zu übersehen. Hier haben wir die ganzen Sachen gefunden. Da war der Virus drin oder das Antivirus. Naja, da können wir leider nichts lesen. Schade. Okay, gut, das reicht. Ja, ja. So, raus hier. Okay. Lucas, dieser kleine Wichser. Entschuldigung, aber was für ein mieser kleiner Drecksack. So, wo ist der hin? Ich kann hier gar nicht raus. Muss ich hier nicht durch? Ah, okay. Oh, geht schon wieder los. Hallo? Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist nicht gut. Kontaminierter Bereich. Wumms. So, warte mal. Bevor wir hier weitergehen, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Mir ist das hier ein bisschen zu heftig. Komm. Ich weiß nicht, was da vorne mich noch, was da vorne noch erwartet. Deswegen, so. Gehe ich lieber nochmal schnell zurück. Gott sei Dank regeneriert sich die Maske. So, was haben wir hier? So, liegt hier noch irgendwas rum? Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Achso, geht schon weiter. Huch. Natürlich sehr gemein, wenn man hier was übersieht. So, komm, mach hin, scheiß Aufzug. Das war knapp. Chris, we finished analyzing the data we intercepted from Lucas. It's like we thought. The son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections. Find him and bring him in. We can't let this happen again. Are you sure you just don't want to recruit him? Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. Working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult, and to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name.
Let's just focus on the mission, and maybe we can continue this conversation when you get back. Okay? Sure, whatever. Ich würde mal interessieren, wer das ist, der da mit uns redet. Das wird ja wahrscheinlich nicht Ada sein. Das glaube ich eigentlich nicht. So, ich glaube, die Stelle hier habe ich im Trailer gesehen, oder? Mir kommt das so bekannt vor. Und hier ist auch ein bisschen zu viel Platz, als dass wir das einfach so wahrscheinlich durchqueren könnten. Hier wird doch mit Sicherheit gleich die Hölle losbrechen. Das sieht doch schon so aus. Oh, großer Gott. Oh, 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 oh. Ich bin bewusst ein bisschen vorsichtig gerade, weil es könnte auch irgendwas von oben runterfallen oder so. Ich finde es schade, dass man keine Taschenlampe hat. Also warte mal, ich guck mal gerade, haben wir eine Taschenlampe, die wir ein- und ausschalten können? Tastenbelegung, Moment, Steuerung. Haben wir eine Taschenlampe? Nein, 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 nein. Okay, schade. Vielleicht macht er die aber auch selbst an, wenn es wirklich ganz dunkel ist. Und was mir so ein bisschen Sorgen macht... Okay, hat sich gerade erledigt. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar keine Pistolenmunition gefunden, aber da war gerade welche. Alles gut. Man findet also Munition. Alles gut. Gut finde ich auch, dass die Sachen schon alle parat liegen. Oh. Speicherpunkt. Das heißt, wir sind hier safe. Gut. Gut, gut, gut. So, was ist das hier für ein heißes Gerät? Ich habe keine Ahnung. So, speichern. Ich schau mal eben, hier müssten wir auch noch... Jawohl, Verteidigungsmünze. Genau, die nehme ich mal eben mit. So, die Sachen hier, die können wir weglegen. Die nehmen nur Platz weg. Das haben wir uns ja schon durchgelesen. Das nehme ich nicht mit. Verteidigungsmünze lasse ich mal drin. Okay, super. Finde ich gut, dass die Verteidigungsmünze auch in den DLCs funktioniert. Das finde ich echt klasse. So, da oben geht es irgendwo weiter. Ich speichere mal eben und dann legen wir den Hebel da um. Ich weiß nämlich nicht, was dann passiert. So, ganz jungfräulich, noch nicht gespeichert. Huhuhu. Sehr gut. So, okay. Los geht's. Hallo? Hier. Was? Zu verwenden, das Objekt auswählen. Okay, ich muss da irgendwas machen. Das sieht aus wie ein Schlüsselloch oder so. Okay, ich brauche einen Schlüssel dafür. Alles klar, den haben wir noch nicht. Was haben wir hier? Zwar keine Ahnung, wie er das geöffnet hat, aber es hat sich geöffnet. Können wir das mit dem anderen Tor auch machen? Weil wir haben weder einen Schalter gedrückt, noch sonst irgendwas. Oh Gott, rote Tür oder blaue Tür? Ich nehme die, hier ist es heller. Einfach so rein vom Gefühl her. Oh Gott, das war bestimmt keine gute Idee. Okay. Es gibt zwei Wege. Oh shit. You okay in there? Redfield. Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. Okay, gut. Was ich nämlich vermeiden möchte, ich hoffe, das haben die hier nicht eingebaut, irgendwelche Zeiträtsel. Oh, bitte nicht. Dass irgendwie eine Zeituhr läuft und wir dann nur eine bestimmte Zeit haben, den da rauszuholen. Das wäre schlimm. Wir haben einen Kameraden schon verloren, zwei Leben noch. Ich vermute, dass der andere hinter der anderen Tür ist. Ach du Heilige, das kann ja was werden. Und ich wette, wenn wir beide befreit haben, kriegen wir den Key für die mittlere Taste. Und dieses komische Vieh, was da abgebildet ist, diese Zeichnung, heißt wahrscheinlich auch nichts Gutes. Oh, da steht irgendwas mit Schlüssel. Warum hat das hier so komisch gewabbelt gerade? Ich habe keine Ahnung. Ja, Key. Hm, schon klar, Lucas. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. So, wir gehen mal schrittweise... Oh, warte mal, ich kann auch mal gerade hier... So, ich denke, das ist okay. Kann man machen. Ich hab nur blöd, wenn die wieder aufstehen. Kann ich Fußtritt? Ja, genau. Ah, ich muss mal warten, bis das da steht. Verdammt, okay. Nicht weiter schlimm. Wumms. So, hier steht aber nichts mehr auf, nein.
Oh, da hinten kommt noch einer. Blocken. Okay, er hat nicht zugehauen, glücklicherweise. Oh. Ach shit, ich war... Jetzt. Ist okay. Wow, scheiße, kommen hier viele. Okay, pass mal auf, ich mach das mal gerade so. Oh. Die haut aber auch gut rein, die Waffe. Ach du Heilige, kommt ja immer mehr. Was ist das für eine Waffe hier? Ich dachte, es wäre ein Maschinengewehr. Die haut aber wirklich sehr gut rein. Okay, kommen die hier unendlich oder was? Das ist eine Schrotflinte oder sowas. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen, was das für Waffen sind.